Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Dead by Daylight. Und wir spielen ein bisschen Vitilio. Und ich muss gleich mal was sagen, was ich vorhin. Warum ist denn eigentlich die Grafik so hoch? Keine Ahnung. Sieht auch ein bisschen anders aus. So heller, theoretisch. Was mir aufgefallen ist. Schade, dass ich kein Video darüber gemacht habe. Ich muss das mit dieser pinken Glüpfe machen, jedenfalls. Und was mir passiert ist, ist einfach. Ich war exposed, weil die pinke Glüpfe für mich gesehen hat. Und dann war da die Huntress und die wollte mich immer mit. Die war so nah bei mir, dass sie mich fast mit den Beinen erwischen wollte. Und dann hat sie aufgegeben und dann so. Das war knapp. Das war sowas von knapp. Fucking Baba, Digga. Ich hab keinen Bock auf Baba. Ist das so pixelig? Warum war das so pixelig? Oh oh. Hier ist ein Grat und dann hier, jo. So, Claude ist tot. Jo. Oh, decisive. Decisive. Ja, schade. Verstehe ich nicht warum. Thank you.
What? Natürlich. Okay. Seine Kittensäge war wahrscheinlich das längste aller Zeiten. Und direkt nach. Ja. Nada. Sie wird langsam vielleicht sterben. Würde ich wetten. Die wird verfolgt, ja. Ich frag mich, warum das Pixel ist. Na, das war noch eine Runde. Escape! Drück! Du kannst doch drücken. Hugo, was ist denn los mit dir? Na, natürlich, jetzt bist du eh gleich tot. Wenn ich sterbe, bist du tot. Was ist denn los mit Leuten, ey? Die eine macht hier Suicide im Dings fast, dann, ja. Und die anderen müssen es ausbauen. Das ist auch schön. Das ist krass. Finde ich cool. What the fuck? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Storm Cloudhead. So, dann machen wir gleich mal eine weitere Runde und können wir einfach mal. Ich lasse das aber jetzt ungeschnitten. Kann ich einfach so mit sein. Vielleicht ein bisschen Blood Points. Aber warum nicht, ne? Kann man das schon machen, ne?
Quatsch, aber. Naja. Und ich mache mal kurz mal hier einen Schnitt und dann sehen wir uns in der Runde. So, wir sind jetzt in der Runde. Ging ja eigentlich auch flott. Flotti, Flotti Palotti. Oder Carlotti. Den mache ich gleich tot. Trickster. Hör ich schon an der Schleswig. Tasche unter uns bei dieser Tür, also auf dieser linken Seite, dass die Tür kaputt gemacht wurde. Ihr könnt ja auch von hier hochkommen, aber macht er ja eh nicht kaputt. So, was macht fast kein Killer mehr richtig. Stacheldraht überall. Ich hab doch Dillhard gemacht, Digga. Er ist wirklich gewartet, Digga. Ja, die andere ist weg, das ist nice. Vorsicht.
Er ist sehr gut. Er ist als Trickster sehr, sehr gut. Ich hasse Trickster. That's it. Das ist es. Nice. Zwei weiter. Oh. Kein Terror. Alter Junge, ist das ein Tandler, Digga? Ich find's scheiße, wie sie das rausgenommen haben. Dieses Erfolgsgefühl haben sie voll rausgenommen beim Wickeln. Weil sonst diese links und rechts, diese beiden gelben Striche haben sie dann halt weggemacht, wenn du ihn getroffen hast. Das finde ich ein bisschen scheiße. Ja, ich hasse Trickster. Ich mag nicht gegen Trickster zu spielen. Mag ich ernsthaft nicht. Der Junge, der hat eine Minigun, sag ich dir. Sowas von einem Minigun. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.